Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schnellere News, schnellere Analysen, schneller auf den Punkt. Finanzmarktwelt.de. Finanzmarktwelt präsentiert den XTB Morgenticker vom 9. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Der asiatisch-pazifische Handel verlief mäßig und ohne klare Richtung. Der japanische Aktienmarkt stach mit Gewinnen hervor, wo der Leitindex Nikkei 225 um 1,50% zulegte und damit eine Rendite von über 6,60% seit Monatsbeginn erzielte. Der MSCI-Index für Asien und den pazifischen Raum ist heute um 0,50% gestiegen, während der Index ohne Japan um 0,0% notiert. Die größten Verluste sind bei den chinesischen Aktien zu verzeichnen, die um 0,10 bis 0,20% nachgeben. Unterdessen notieren der koreanische Kospi und der australische S&P ASX 200 unverändert. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fielen heute Nacht im Tief auf 4,47% und liegen derzeit bei 4,50%. Die Inflationsdaten in China liegen im Rahmen der Erwartungen. Der chinesische Produzentenpreisindex lag bei -2,6% im Jahresvergleich gegenüber den Prognosen von -2,7%. Der Verbraucherpreisindex lag im September bei -0,2% gegenüber einer Prognose von -0,1% im Jahresvergleich. Auf dem chinesischen Markt setzen die Anleger ihren Ausverkauf im Immobiliensektor fort. Es gibt neue Spekulationen über die Rettung von Bauträgern, die mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Es gab Spekulationen, dass die Ping An Insurance Group sich an Country Garden Holdings beteiligen will, aber ein Sprecher dementierte diese Berichte heute. Die Ping An Insurance Group hat alle ihre Anteile an Country Gardens Holding Company verkauft und plant nicht, das in Schwierigkeiten geratene Bauunternehmen zu übernehmen. Der europäische Aktienmarkt sendet vor der heutigen Sitzung mit minimalen Schwankungen gemischte Signale. Die Terminkontrakte für US-Aktienindizes verzeichnen einen leichten Rückgang. Der US-Dollar gewinnt gegenüber verschiedenen Währungen an Wert und nähert sich seinem Jahreshoch gegenüber dem japanischen Yen mit einem Kurs von 151. Derweil steigt das Währungspaar Euro gegen US-Dollar und bleibt über 1,07. Die Ölpreise sind auf den niedrigsten Stand seit 3 Monaten gefallen, haben aber im asiatischen Handel leicht zugelegt. Amerikanisches WTI-Öl notiert bei $75,60. Bitcoin hat den Widerstand bei $36.000 durchbrochen und legt heute um 3,20% zu. Parallel dazu steigen auch die übrigen Kryptowährungen, einschließlich der Altcoins, die in einigen Fällen erhebliche Zuwächse von 10-20% verzeichnen. Bitcoin ist über $36.000 ausgebrochen und steigt auf $36.700. Die Zuwächse bei der größten Kryptowährung sind auf Spekulationen über die bevorstehende Zulassung von ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC zurückzuführen. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB Morgenticker.